1966 wird Kurt Georg Kiesinger zum dritten Bundeskanzler gewählt. Sein Vorgänger Ludwig Erhard musste nach dem Bruch der CDU-FDP-Koalition zurücktreten. Kiesinger ist der dritte Bundeskanzler der Nachkriegszeit, den die CDU stellt. Mit dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt bildet Kiesinger die erste große Koalition aus CDU-CSU und SPD. Beide Fraktionen haben im Bundestag zusammen eine Zweidrittelmehrheit. Kiesinger, der für sein Redetalent bekannt ist, wird von Bundestagskollegen König Silberzunge genannt. Seine Regierung bewältigt die erste Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg, indem sie Aufträge an Unternehmen vergibt und so Arbeitsplätze und Existenzen sichert. Und sie ruft die konzertierte Aktion ins Leben, bei der es zu einer engen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften kommt. So wird ein großer Anstieg der Arbeitslosenzahlen verhindert. Große Probleme hat Kiesinger aber mit der Studentenbewegung. Sie tritt als außerparlamentarische Opposition, genannt APO, auf und protestiert gegen Amerika, den Vietnamkrieg und die Gesellschaft ihrer Väter. Die Protestbewegung wirft Kiesinger vor, während des Dritten Reichs Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. Und sie sieht in ihm die personifizierte, unzureichend aufgearbeitete deutsche NS-Vergangenheit. Im Frühjahr 1968 sind die Studentenproteste besonders heftig, bevor es zu der umstrittenen Verabschiedung der sogenannten Notstandsgesetze kommt. Die Große Koalition setzt mit ihrer Mehrheit im Bundestag eine Grundgesetzänderung durch, wonach im Falle einer äußeren oder inneren Bedrohung, zum Beispiel im Katastrophenfall, erhebliche Einschränkungen der Grundrechte möglich werden. Kiesinger und sein Außenminister Willy Brandt legen in ihrer Regierungszeit Bausteine für die spätere Ostpolitik der Nachfolgeregierung. So führt Kiesinger als erster Bundeskanzler einen ständigen Briefwechsel mit dem Ministerpräsidenten der DDR, Willi Stoph. Und es kommt erstmals zu diplomatischen Beziehungen mit einigen sozialistischen Staaten in Osteuropa. Nach einer Verschlechterung des Koalitionsklimas erleidet die CDU bei den Bundestagswahlen 1969 eine Niederlage und es kommt zum Regierungswechsel. Unter Führung des bisherigen Außenministers Willy Brandt bildet die SPD mit der FDP erstmals eine sozialliberale Bundesregierung. Kurt Georg Kiesinger, der erste Kanzler einer großen Koalition, hat Willy Brandt den Weg zur Kanzlerschaft geebnet.